Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier von Zompiercer. Und ja Leute, ihr habt recht, das Spiel ist schon ein paar Tage alt, ungefähr 4 Jahre um genau zu sein. Aber Leute, es ist ein geiles Spiel. Es macht ultra viel Spaß, finde ich. Und ich kann auch nur einmal sagen, danke auf jeden Fall für die ganzen Aufrufe, für die ganzen Likes, für die ganzen Kommentare und Hilfen, die ihr mir so mitgeteilt habt. Mega geil, Leute. Finde ich auf jeden Fall saustark. Ihr seht, wir haben aktuell hier ein bisschen, ja, wir brauchen was zu trinken, ne? 15 haben wir aktuell noch. Wir können mal hier gucken. Hier haben wir noch ein bisschen Wasser am Start. Dann nehmen wir mal gleich hier eine Flasche voll. Ich nehme mal nur eins, weil hier, ich wollte nämlich noch eine Dose Bohnen essen. Ein paar Dosenbohnen. Feinste Dosenbohnen, Freunde. Genau, und gleich geht's erstmal los, Leute. Und da werden wir uns erstmal was herstellen. Denn, okay, wir könnten eigentlich noch eins trinken, ne? Warte mal, wir trinken am besten noch eins. Dann sind wir safe, ne? Dann sind wir safe. Dann essen wir noch eine Tüte Chips. Und dann können wir hier uns gleich auch dann voller Tatendrang auf den Weg machen. Denn, Leute, wir haben heute was vor. Wir haben heute was vor und ihr habt mir ja, wie gesagt, auch ein paar Sachen in die Kommentare geschrieben. Zum einen werden wir jetzt erstmal hier an der Werkbank, wir werden uns den modifizierten Baseballschläger herstellen. Ihr hattet nämlich gemeint, der Baseballschläger wäre die effektivste Waffe. Deswegen Attacke Hemmer. So, als nächstes meintet ihr, Jimmy, du musst dir unbedingt, hier ist das nicht dabei, denn, passt auf, ihr habt gemeint, ich soll die, oh, das war zu weit. Ich soll hier einmal die metallene Werkbank bauen. Dazu müssen wir jetzt aber erstmal noch ein bisschen Altmetall erforschen. Da würden wir ein paar, paar Metallmöbel bekommen und neue Werkbanktische. Ich bin gespannt, ne? Ich bin gespannt, weil ich weiß ja, wenn ich jetzt mir hier zum Beispiel diesen Waffen... Moment, wo ist es hier? Die Waffenwerkbank brauche ich eine Patronenladepresse. Jetzt ist die Frage, ne? Kriege ich die? Oh, auch Schneidertisch. Hier brauchen wir zum Beispiel einen elektrischen Motor. Das heißt, wahrscheinlich brauchen wir einen elektrischen Ofen vorher schon, ja? Handbetriebenes Sägewerk haben wir ja. Aber hierfür brauchen wir zum Beispiel auch noch eine elektrische Heizung. Und ihr hattet gemeint, dass man eventuell auch verschiedenste Möbelstücke auseinanderschrauben kann. Das müssen wir heute testen, Leute. Das müssen wir testen. Und ich will unbedingt da hinten rein. Ich will da hinten rein. Ich will dem Dude zeigen, dass ich hier der Chef bin, ne? Und nicht er. Nicht er. Nicht er, Leute. Deswegen, das ist heute auf jeden Fall noch auf dem Plan. Ich nehme das hier mal noch mit. Ich guck mal gleich vorne. Ich glaube, wir haben noch was gehabt, was wir werfen konnten. Also ein Granätchen oder so. Warte, irgendwas müssten wir noch haben. Kannst du mal die... Guck mal hier. Guck dir mal hier. Tada! Der Baseballschläger mit Nägeln, Leute. Der Baseballschläger mit Nägeln. So, wir haben nämlich hier noch 2 MK2 Granaten. Vielleicht kriegen wir damit den Dude klein, ne? So, aber als allererstes machen wir uns jetzt einmal auf den Weg. Wir haben den Schraubenschlüssel am Start. Die Taschenlampe mache ich jetzt erstmal rüber. Wir haben zur Not noch die Metallaxt und wir haben auch noch Pfeil und Bogen am Start. Zwar nicht so viel davon, aber besser als nix. So, jetzt machen wir uns mal raus. Testen erstmal hier bei dem Kollegen hier unsere neue Waffe. Ey, komm mal her, Kollege. Batz. Batz. Ah, jawoll, ey, Alter. Das Ding, das scheppert auf jeden Fall. Hier die Birne weg, ey. Geilo Milo. Ja, bei dem da hinten, ne, wissen wir ja, brauchen wir auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was Stärkeres. Der Kollege da ist hier ein bisschen stabiler unterwegs. Weg. Saubangert hier. Wir müssen auch natürlich aufpassen mit unserer Gesundheit. Und natürlich mit unserer Ausdauer und mit allem drum und dran. Ich gehe jetzt mal hin. Ich mach mal hier so. Und dann probieren wir das mal. Oh. Alter, er ist doch nicht kaputt. Shit.
Okay, der hat auf jeden Fall schon... Oh, 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 oh. Ein Arm verloren. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Nicht so, ey. Hallo, hallo, hallo. Ey. Junge. Hör auf damit. Scheiße, Leute. Wir müssen schnell auf unseren... Unseren Zug wieder. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen heavy hier gerade. Kommen die hier hoch? Ja, wahrscheinlich kommen... Ja, natürlich kommen die hier hoch. Was auch sonst, ne? Hallo? Ah! Nein! So, Leute, das hat ja richtig prima funktioniert hier. Das war ja einsame Spitze hier, was ich hier abgeleistet habe. Okay, dann würde ich sagen, bevor wir gleich dahinter gehen und die ganze Show so nochmal probieren. Obala, ich habe die Granaten vergessen. Gehen wir mal ganz kurz noch schnell durchs Häuschen durch. Aber wir können ja eigentlich hier zuerst gucken, ne? Es hieß ja, wir können eventuell verschiedenste Möbel vielleicht entcraften. Ich guck mal. Also hier kann ich... Ich glaube, wir haben mal draufhauen hier. Guck mal hier. Ah, hier, demontieren. So ein Stuhl. Aha, da kriegen wir ein bisschen Holz und ein bisschen Stoff. Okay. Ey, das ist ja schon mal gut. Das ist ja schon mal gut. Da wissen wir, wie wir das bekommen. Zumindest von Stühlen. Würde ich gerne mal dann natürlich an einem Herd ausprobieren. Hier geht's nicht. Das ist natürlich jetzt eine neue Erkenntnis. Ah, es ist ein bisschen blöd, dass man hier in dem Spiel nicht springen kann, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ein bisschen schwierig manchmal. Aber ist jetzt nicht so schlimm, ne? So, das nehmen wir auch noch mit. Sicherheit geht vor hier. Sicherheit geht vor, Freunde. So, hier können wir nichts machen. Gehen wir mal hier vorne rein und gucken mal, ob wir hier... Schläfst du, Kollege, oder? Oder schläft? So, gehen wir mal hier rein. Haben wir hier... Hier haben wir nur ein Bett. Hier können wir auch nichts machen. Die Stühle halt wieder, ne? Stühle, Schränke, Bett geht nicht. Wir bräuchten vielleicht mal einen richtigen Herd. Nehmen wir das hier mal mit. So. Geil. Waffe kaputt. Cool. Ein einfaches Reparaturkit. Geil. Wie kriegen wir jetzt so ein Reparaturkit her? Ach, das ahnst du doch nicht, Leute. Das ahnst du doch nicht, ey. Ach, jetzt müssen wir wieder zurücklatschen. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir das an der Werkbank herstellen hier. Vermutlich. Reparaturkit. Ein Reparaturkit. Gibt es gar nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Dann weiß ich nicht, wie wir das jetzt hier bewerkstelligt bekommen. Pack das mal da rein. Ein Reparaturkit. Vielleicht hier? Ne, hier ist auch... Brauchen wir bestimmt diese metallene Werkbank für dieses Reparaturkit. Hätte ich ja schon fast so mir gedacht, ne? Hier ist auch nur Munition und sowas, aber kein Reparaturkit. Das heißt, wir können eigentlich höchstens nur noch einen neuen Hammer eigentlich wieder bauen. Erstmal, bevor wir hier so ein Reparaturkit haben. Kriegen wir denn so ein Reparaturkit her? Aber ich kann es auch nicht mit B, mit Bauen gibt es das auch nicht, weil hier gibt es ja nur Möbel, Dekoration und so Kram. Nee. Kombüsefenster? Was ist denn das? Wie jetzt? Ah, was weiß ich. Gut. Wir können halt... Nee, ich will nichts demontieren, mein Freund. Wir können halt uns einen neuen Hammer erstmal ganz kurz schnell herstellen. Und dann probieren wir es halt nochmal. Hammer aus Metall. Aber gerade so, Leute. Jetzt müssen wir erstmal definitiv wieder neues Metall suchen und vor allen Dingen auch finden. Finden ist das Zauberwort, ne? Unsere Axt ist auch bald kaputt, ey. Happy Birthday. Ist klasse. Aber wir haben jetzt zumindest zweimal den Hammer am Start. So. Dann auf geht's, Freunde. Auf wie geht's? In den Kampf! In den Kampf! Ich
probiere, ich würde es ja gerne nochmal probieren, ne? Sollen wir vielleicht lieber noch einen Verband mitnehmen, so sicherheitshalber? Vielleicht gar nicht so doof, ne? Ich weiß, ihr denkt jetzt so, boah, Jimmy, Alter, geh doch jetzt mal endlich. Ja, sorry, Leute. Tut mir sehr leid. Tut mir sehr leid. Warte mal, habe ich überhaupt noch einen Verband? Ich habe nur noch einen Erste-Hilfe-Kasten. Oh. Oh. Des Weiteren habt ihr mir auch mitgeteilt, dass hier unterwegs dann irgendwelche Tankstellen kommen würden, bei denen man wohl mit Geld bezahlen muss oder mit Geld bezahlen kann. Klingt gut, Leute. Klingt gut. Ah, da hinten ist ein Sprinter. Schnauze, Freund. So, ich würde sagen, wir machen erstmal die ganzen Dudes hier so ein bisschen kalt, die uns eventuell noch zusätzlich Probleme bereiten könnten. Ey. Kollege, mach hier nicht so einen Stress, Alter. Mach hier nicht so einen Stress, Junge, ey. So, wartet mal, wir müssen hier das mal so machen. So. Ey, sag mal, wie viel... Die können doch gar nicht so viel Leben haben hier. Wenn ich da so eine Granate hinschmeiße. Ey. Mann. Oh, was hat er dabei, der Gude? Eine Wasserflasche und ein Energy. Sehr schön. Wasserflasche ist gut. Die können wir eigentlich schon quasi direkt zu uns nehmen. Super. Hat er mal schön wegsnabuliert. So, sollen wir das nochmal probieren hier? Yes! Oh, geil, Leute. Den haben wir. Oh, hä. Ja, jetzt kommen sie, ja. Jetzt kommen sie. Alle. Hau ab. Ey. Warum sind die auf einmal... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt habe ich hier aber was breit gedreht, würde ich mal sagen. Oha. Oh, hä, Leute. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie Land gewinnen. Jetzt müssen wir hier irgendwie Land gewinnen, Leute. Können wir hier drüber? Der kann hier einfach nicht drüber, Leute. Der kann hier einfach so nicht drüber springen. Wow, wow, wow. Das ist natürlich heavy. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass wenn ich das Ding hier zerstöre, dass die da halt alle angesprintet kommen, wie die letzten Zombie-Menschen, ne? Aber ist ja klar, die reagieren ja auch nur auf Geräusche. Oha. Haue, haue, ha. Gehen wir mal schnell hier rein, hier in die Kombüse. Kamerad? Bist du am Leben? Nö. So, können wir hier irgendwas? Wir können den auch nur öffnen. Das ist natürlich blöd. Oh, hier haben wir... Oh, elektrische Teile. Habe ich das vorhin nicht mitgenommen, oder was? Habe ich das beim letzten Mal nicht mitgenommen, oder wie? Also, wir können hier... Oh, guck mal. Oh, vom Fernseher bekommen wir eine Platine. Interessant. Das ist natürlich gut zu wissen, ne? Mal gucken, ob wir hier sonst noch irgendwo... Den Rest müssen wir wahrscheinlich auch dann finden, ne? Aber wir können hier zumindest mit dem Hammer so nichts klein machen. Weiterhin. Hier geht's halt raus. Nee, warte mal. Noch nicht rausgehen. Hier können wir auch nichts klein machen, beziehungsweise demontieren. Also gehen tatsächlich wohl nur hier die Stühle. Wobei, wartet mal. Wir haben ja den Schraubenschlüssel, ne? Vielleicht kann ich es damit? Leute, sieht auch sehr schlecht aus. Ihr seht es. Da ist wohl nichts dran zu rütteln. Damit kriegen wir nichts clean. Schade. Das ist natürlich schade, Leute. Das wäre ziemlich gut gewesen, wenn wir hier mit dem Teil hier vielleicht das ein oder andere noch hätten klein machen können. Naja. Ne? Ihr wisst, wie es ist. Manchmal
geht's halt nicht so, wie man es sich wünschen würde. Ich hätte jetzt auch gedacht, man könnte vielleicht hier den Herd damit klein machen, aber das wird nichts, oder? Nee, das wird wohl eher nichts. Gucken wir mal, ob draußen die Luft so weit rein ist oder ob die Dudes, also dass die sich wieder ein bisschen verteilt haben hier. Die Kerle. Oder warte mal, wir können ja eigentlich auch mal, warte mal, wie sieht es denn eigentlich aus mit Autos? Ne, die können wir wohl auch nicht auseinandernehmen. Aber hier. Für Metall. Das ist sehr gut, Leute. Das ist sehr gut. Weil das brauchen wir auch. Unbedingt, wir brauchen Metall. Gucken, ob wir hier das, können wir das auch klein machen? Ah ne, ich will nicht so nah dran gehen, sonst habe ich mich gleich wieder verletzt, ne? Ihr wisstet. Ihr wisstet. Ah, die roten gehen anscheinend wohl nicht. Nur die blauen. Lebt der? Schläft der? Ei, Gude! Hast du noch ein Nickerchen oder was, hä? Anscheinend. So, hier ist alles leer. Jo. So, sehr schön. Hier haben wir noch ein paar Bowle. Aber die sind auch leer. So, ist nixer Pixer. Und hier ist sowieso nur das Bad. Okay, gehen wir mal oben gucken, wo die Dudes sind. Ah, da oben steht einer. Aber der steht abseits. Den... Warten wir kurz. Ausdauer generieren. Ja, da hat er gedacht, hier mit einem Arm ist es besser. Nein, nein. Ja, ja. So, Freunde, da müssen wir rein. Ja, komm her, mein Freund. Ey, Spatz. Oh, Junge, hat der gesplasht. Woo. Der war aber mal hier richtig saftig. So. Ob da vielleicht was Gutes drin ist, weil das so gut bewacht war? Ich weiß es nicht, gell? Moje! Ey! Du kriegst eins auf die Nuss. Bam! Levelaufstieg. Aber war das hier? War doch da vorne das, ne? War doch hier. Oh ja, da stehen sie auch alle. The Collision. Da stehen sie alle, The Collision, Jungs und Mädels. So. 30 Kilo schon am Start hier. Oha. Hauer, hauer, ha, Leute. Aber. Das ist eine Kret. Hey, Kret. Die olle Kret. Eieiei, das kann aber gequietscht hier, ey. Was denn das für eine Karre, ey? Richtige Quietschkarre. Ein bisschen Holz noch. Erstmal noch hier weiter. Gucken, was hier abgeht. Ich habe so das Gefühl, dass das bestimmt so ein Gebäude ist, das so in den Untergrund geht. Da habe ich mich gerade erschreckt, ey. Was ist hier schon wieder los? Du, ein Lebender? Nö. Der will nicht mit uns. So, komm, wir gehen mal rein hier in den Bunker. Wenn der schon so gut bewacht war, muss hier ja auch was Gutes drin sein, hoffe ich doch mal.
kleine Garnitur zusätzlicher Taschen. Kann ich das anwählen oder was? Wartet mal. Ah, mit dem Rucksack. Hey, warte mal. Kombinieren mit dem Rucksack. Aber wahrscheinlich muss man das mit beidem kombinieren. Ach so, einer hat auch gesagt, man könnte eventuell hier modifizieren. Kuh. So. Jetzt müsste ich theoretisch, ja, als Helmlampe. Genau, einer hat gesagt, man könnte theoretisch die Lampe auch an den Helm befestigen. Oh, da war wieder schön Geld drin, ne? Noch was zu trinken. Was natürlich sehr cool ist, ne? So können wir die Lampe außerhalb dessen nutzen. Was wir jetzt noch probieren ist, wahrscheinlich kann ich doch hier auch modifizieren machen, oder? Ah ja, top. Habt ihr es gesehen? Weg, 41, zack, 46 Kilo. Okay, alles klar. So läuft der Hase. So, wir haben jetzt noch Vorteilspunkte. Wie viel haben wir denn noch? Einen. Wir können eigentlich mal noch hier wir packen noch einen in die Stärke rein. Und dann können wir auch wieder noch ein bisschen mehr tragen. Jetzt sind es sogar 47 Kilo. Subi, gehen wir mal gucken. Oh. Deswegen, hey, Moje. Auf da damit. Hans-Jörg. Hörst du auf hier? Mann. Bist du eigentlich ganz frisch hier? So, hier haben wir noch ein paar Snacks. Erste Hilfe. Dosenbone. Entwässerchen. Verband. Dosenbone. Nochmal Wasser. Sehr schön. Eine Kasse. Leer. Einfach leer. Ah, noch ein Wässerchen. Schön. Dosenbone, Kartoffele und noch ein Verband. Und hier sind auch noch ein paar Kartoffeln. Top, Leute. War eigentlich eine gute Ausbeute, würde ich sagen, hier in diesem Laden. Kann man lassen. Kann man lassen, ja doch. Ist okay. Ist wirklich okay. Klar, mehr geht immer. Gucken, ob wir hier noch irgendwie was haben. Nee, hier ist tatsächlich nichts mehr. Ich werde jetzt natürlich nicht hier direkt vorne rausgehen, hier bei den ganzen Chaoten da. Das wird, glaube ich, sonst ein bisschen... Oder? Wartet mal. Ist eh abgeschlossen. Ha. Also hat sich das auf jeden Fall schon mal erledigt von meinen Gedanken. So, wir können ja hier hin... Können ja auch vielleicht vorne rausgehen. Nee. Wirkt nicht. So. Dann gehen wir mal wieder rum. Vorne war ja auch noch ein Gebäude. Das können wir eigentlich dann noch mitnehmen. Wir können auch mal hier noch gucken bei den Autos. Hier ist nichts. Nee. Ohne, dass die mich vielleicht direkt erkennen. Ja. Oh, hier ist noch eine Tasche. Wollt ihr zu mir? Wollt ihr zu mir? Freunde? Ups. Ah, das dauert zu lange hier. Schnauze. Batz. Ja, komm du auch noch. Nein. Ey. Junge, mach hier nicht so Faxen, Alter. Splash, splash. In your face. Können wir direkt mal den Verband nutzen hier. So, haben wir noch einen über. Hier sind auch noch jede Menge Kisten, ne? Habe ich die schon gecheckt, gesnackt? Nee. Ja, habe ich mir schon gedacht, nicht leer. Wir haben nicht genug Altmetall. Also wir müssen eh zurück, Leute. Wir müssen zurück. Und müssen dann den Rest gleich nochmal holen. Da in dem Gebäude war ich jetzt auch noch nicht drin, ne? Da will ich noch rein. Und hier waren wir drin und hier sind noch ein paar Fahrzeuge. Wir können ja ganz kurz mal gucken, ob hier in den Fahrzeugen auch was drin ist. Ja. Da ist noch was drin. Hier nicht. Hier auch nicht. Okay. Also wir hätten da noch so ein Metall oder ein mechanisches Teil. Hey! Ja, auf da damit! Alles! Boah, Junge! Der hat wieder nicht gehört, der Hannes, ne? Der hat wieder nicht gehört. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall nochmal zurückkommen wegen den Elektroteilen. Ich glaube, das würde Sinn machen.
Ja, hier ist auch noch was drin, Leute. Okay, wir müssen jetzt vorne da leider durch. Wir müssen da durch, Leute. Wir müssen da durch. Und denen einmal zeigen, was hier abgeht. Und dann gehen wir nochmal hier rein. Und machen da vorne leer. Und nehmen doch den restlichen Kram mit. Wir haben ja jetzt genug erstmal an Speicherkapazität, die wir nutzen können. Guck mal, hier ist auch noch Stoff drin sogar. Das, ey. Ja. Machen wir die kurz klein hier, die Dudes. Kurz ein bisschen Energie tanken noch. Machen wir die klein, bringen den Kram ganz kurz zurück und dann geht's direkt weiter, Freunde. Attacke! So, ab nach Hause. Oder eher gesagt, auf den Train. So, Metall kriegen wir hier auf... Oh Leute, das ist auf jeden Fall sehr gut mit dem Metall. Hey, warte mal, wenn wir jetzt eh schon so viel hier drin haben, lassen wir gleich die metallene Werkbank herstellen. Die können wir gleich dann hier aufstellen. Das wird bestimmt interesting. Dann können wir mal ganz kurz reingucken, was es da eigentlich so alles gibt. Ich packe mal hier diese ganzen Teile auch hier rein. Das sowieso. Den anderen Kram, den würde ich tatsächlich sogar in den anderen wieder reinpacken. So, das kommt mit. Hier ist unser Essen, Trinken, Verband, Yo, Energy, Geld und Essen. Das kommt vorne rein. Alles so ein bisschen Ordnung. Das nehmen wir noch mit, das lassen wir hier drinne. Die Schmerzmittel packe ich mal noch mit in den anderen Schrank. Das lassen wir hier. So, jetzt nehmen wir... Ach so, ich muss dranbleiben. Okay. Ich dachte, die geht von alleine gebaut. So. Top, die können wir gleich aufstellen. Ja, da haben wir hier einfach noch eine metallene Werkbank. So. Die stellen wir einfach... Ist das so richtig rum? Ne, das muss anders rum. So. So, let's build it, Leute. Geil. So, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was wir damit alles machen können. Wir müssen jetzt erstmal noch schnell hier alles leer machen. Dass wir genug Platz wieder haben. Das kann weg, das kann weg, das kann hier rein. Ein Pfeil haben wir noch, den können wir eigentlich, Leute, den können wir eigentlich auch, ach, egal. Komm, egal. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal schnell rüber und checken mal noch den Rest da hinten ab. So, sagen wir erstmal noch klein Manuel. Gemäue. Manuel, so nett. Glaub, bei dir brennt's. Hier so ein Aufstand zu schieben hier. Mann, Jung, hier. Immer mit Ruhe, gell, immer mit Ruhe. So, ich glaube, hier hatten wir auch noch genügend Zeug, das wir mitnehmen können. Jo, alles mit, Leute. Alles mit. Wir brauchen jede Menge Zeug. Wir müssen alles mitnehmen, damit wir hier schön bauen können, ne? Also, Leute, ich glaube, das wird cool. Hey, guck mal hier. Tom ist auch da. Hey, yo. Hey, Tom. Tschüsschen. Haha. Ja, da hat er gedacht, hier der Kerl, ne? Da hat er gedacht, er könnte hier. Spiele könnte er. Verloren. Aber das war ja auch abzusehen, ne? Keine Chance hier mit dem Bauch. So. Auf geht's, Leute. Wir gehen rein in das Haus. Gucken wir mal uns an, was wir da so Schönes drin haben hier. In dem Kofferraum auf jeden Fall nichts mehr. Warte mal, war jetzt hier bei dem Auto, war das schon leer? Ja, sieht so aus. So, komm. Hallöchen, ich bin da. Wer noch? Oh, Munition. Fernsehplatine. Können wir die abbauen? Damit nicht. Im Hammer auch nicht. Das hier. Nee, da, vielleicht brauchen wir dafür anderes Werkzeug. Leute, das gucken wir uns auf jeden Fall, wie gesagt, in der nächsten Folge auf jeden Fall an. Was wir... Oh, was war denn das? Messingschrott. Okay.
Interessant. Bitte zu damit. Brauchen wir nicht. Gehen wir mal in den ersten Stock hier. Hallöchen! Granny? Hallo? Jemand im Board? Keiner ist am Kacken. Super. 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 Hier noch jemand. Hallo? Ach, guck mal da. Hier, Ayo. Ayo. Was ist da mit dir? Zack. Und Batz. Ey. Und Haya. Ah ja, gib mir mal dein Zeug. Guck mal hier. Du Sau, du hast hier alles vollgeblutet. Du Sackzement hier. Du Sackzement hier. Du Sackzement hier. Unbelievable. So ein Saukerl hier. Hier hat er schon einen Arm verloren. Junge, Junge, Junge. Schweinerei von vorne bis hinne. Eieiei. So. Dann machen wir erstmal die Luge auf hier. Super. Ja, Leute, also mehr haben wir hier nicht. Haben alles mitgenommen, glaube ich, würde ich sagen. Ich guck mal, ob wir hier noch zufälligerweise irgendwas abbauen können, aber ich bezweifle das. Vielleicht die Lampe. No. Ich beiß die Lampe ab hier. Öffnen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Aha. Der hätte uns hier ja beinahe noch ein Medikit hier flöten gegangen, Freunde. Das wäre nichts gewesen, ne? Das hätte ich nicht unterschreiben können hier. Nee, supi, Leute. Mega geilo. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was es mit dieser Werkbank auf sich hat. Und schauen wir, ob wir da noch ein paar nützliche Dinge mit herstellen können. Und wenn hier nichts mehr zu holen ist, wir hier tatsächlich nichts mehr looten können, wirklich, außer das ein oder andere Fesken hier noch, ne? Bisschen Metall sollten wir uns auf jeden Fall noch mitnehmen. Die Fahrzeuge können wir leider nicht demontieren, das wäre sehr cool gewesen. Ja, weil hier nicht mehr wirklich was zu holen ist, ne, dann machen wir uns auf jeden Fall weiter im Geschehen. Ich nehme mal hier noch das ein oder andere Fesken mit. Weil was wir haben, das haben wir, ne? Bisschen Metall können wir immer gebrauchen hier, immer zwei Stück, das ist auf jeden Fall mehr als gut. Insofern, ja Leute, würde ich sagen, ansonsten, wenn es euch gefallen hat und ihr gerne mehr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall ultra mega viel Bock hier. Das Spiel macht mir sichtlich doch, glaube ich, Spaß. Und ja Leute, wenn es euch wie gesagt gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall auch sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo, aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, Freunde, wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.